Und ich bin jetzt mit Paul Schmid von der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik verbunden. Mit ihm möchte ich über die sogenannten Top-Jobs in der EU und über die Treffen in Luxemburg die vergangenen zwei Tage sprechen. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Herr Schmid, wie fix sind denn jetzt diese Nominierungen bzw. diese Vergaben für diese sogenannten Top-Jobs? Naja, wir haben es im Beitrag gehört. Es sind drei Personen jetzt einmal nominiert worden. Und Donnerstag, Freitag treffen sich die Regierungschefs, um dieses Personalpaket zu schnüren. Bei der Kommissionspräsidentin oder nominierten Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen geht es ja darum, dass sie auch im Europäischen Parlament gewählt werden muss. Das heißt, sie braucht im Europäischen Parlament mindestens 361 Stimmen, die Hälfte von 720 plus 1. Und das ist noch eine Hürde, die sie nehmen muss. Und da ist es wichtig für sie, mit allen Beteiligten zu reden, mit allen Fraktionen zu reden, um hier Konsens herzustellen über die inhaltlichen Schwerpunkte, über die Zusammensetzung und die Struktur der nächsten Europäischen Kommission, um hier diese Mehrheit auch tatsächlich zu bekommen. Die anderen zwei Positionen werden direkt von den Regierungschefs gewählt. Der Präsident des Europäischen Rats, Antonio Costa, und die zukünftige Außenbeauftragte, Frau Kallas aus Estland. Und im Prinzip diese Dreierkoalition, die es gibt zwischen Volkspartei, Sozialdemokraten und Liberalen, die hat ja im Europäischen Rat eine Mehrheit. Im Europäischen Rat braucht es eine qualifizierte Mehrheit. Und 21 der 27 Regierungschefs kommen aus dieser Dreierkoalition. Und im Europäischen Parlament für Ursula von der Leyen ist es dann schon eine knappere Sache. Und da ist es wichtig, dass sie mit allen Fraktionen spricht, um zu probieren, hier eine breite Mehrheit zu bekommen. Glauben Sie, dass sie das schaffen wird? Also ich würde mal meinen, die Chancen stehen besser, dass sie das schafft, als sie das nicht schafft. Wenn sie mal eine breite Unterstützung bei den Regierungschefs bekommt, dann werden natürlich auch diese Regierungschefs, die sie unterstützen, auch mit ihren politischen Parteien und Parteifamilien sprechen und sagen, also das ist eine Entscheidung, die ihr bitte unterstützt bei der nächsten Abstimmung im Europäischen Parlament Mitte Juli. Aber wir wissen aus der Vergangenheit, 2019 war ja das Ergebnis sehr knapp für Ursula von der Leyen. Da hatte sie nur einen Überhang von 9 Stimmen und es ist eine geheime Wahl. Und wenn man davon ausgeht, dass rund 10% dieser Dreierkoalition, Konservative, Sozialdemokraten und Liberale, sie nicht wählen, dann könnte das sehr knapp werden, weil die Koalition steht aktuell bei rund 400 Abgeordneten. Das heißt, sie braucht entweder auch Abgeordnete von den Grünen oder von zum Beispiel von den Fratelli d'Italia, von Giorgia Meloni. Und daher muss sie hier einen inhaltlichen Spagat versuchen, wo sie allen Seiten etwas anbietet, um auch gewählt zu werden. Was sind denn eigentlich die Aufgabenbereiche oder die konkreten Aufgaben dieser Kommissionspräsidentin bzw. des Präsidenten des EU-Rats, des Europäischen Rats und auch als Außenbeauftragter? Also die Kommissionspräsidentin, wie der Name schon sagt, leitet die Europäische Kommission. Aktuell 27 Mitglieder aus 27 Ländern. Die Kommission hat den Auftrag, Gesetze vorzuschlagen, und mit dem Ziel, ganz konkrete Probleme und Herausforderungen anzugehen. Und das wird dann verhandelt mit den Mitgliedstaaten und mit dem Europäischen Parlament. Dann gibt es einen Beschluss und dann geht es um die Umsetzung dieser europäischen Gesetze. Und da ist wieder die Europäische Kommission gefordert, hier diese Umsetzung zu begleiten und zu schauen, dass die tatsächlich stattfindet. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Und natürlich hat sie auch, wir haben in den letzten Jahren eine Kommission gesehen, die ein starkes Krisenmanagement hier hingelegt hat. Sie hatte auch die Aufgabe, politische Führung zu zeigen, Themen aufzugreifen, die Mitgliedstaaten mitzunehmen, ihnen etwas vorzuschlagen, hier einen Ausgleich zu finden und Kompromisse zu finden. Aber sie ist die Hüterin der Verträge und die Verträge müssen eingehalten werden. Und gerade im Bereich der Rechtsstaatlichkeit spielt die Europäische Kommission zum Beispiel eine ganz entscheidende Rolle. Bei der Außenbeauftragten, das ist eine Position, die zwei Hüte hat. Auf der einen Seite ist die Außenbeauftragte Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, aber leitet auch im Rat die Gruppe der europäischen Außenminister. Außenpolitik ist im Prinzip eine nationale Angelegenheit und wird auf europäischer Ebene koordiniert. Das heißt, die Person wird trachten, hier Konsens zu suchen und zu finden. Kompromissfindung ist hier ganz entscheidend,
Weil nur gemeinsam, wenn man eine einheitliche Position hat und mit einer Stimme spricht, kann die Europäische Union stärker auftreten. Zwar zum Beispiel im Fall der Ukraine sehr, sehr stark. Also wir reden ja jetzt, wir sind jetzt bei 14 Sanktionspaketen, die einstimmig beschlossen wurden. Und da sind immer die Außenminister am Zug. Da sprechen wir mit einer Stimme. Auf der anderen Seite beim Gaza-Konflikt ist es wieder ganz anders, weil da gibt es ganz unterschiedliche Sichtweisen. Und da ist es ganz schwierig für den aktuellen Außenbeauftragten hier ein Gleichgewicht der Interessen zustande zu bringen. Und der Präsident des Europäischen Rats, das ist quasi der Chef der Chefs, der Chef der EU-Regierungschefs, der leitet die Treffen der Regierungschefs und probiert mit den Regierungschefs gemeinsam Leitlinien zu definieren, in welche Richtung sich die Europäische Union bewegen soll. Und er probiert, diese 27 Regierungschefs bei der Stange zu halten und hier einen Interessensausgleich zu schaffen und konkrete Schwerpunkte zu setzen und dann der Europäischen Kommission ein Mandat zu geben und zu sagen, bitte kümmert euch um dieses und jenes Thema, das muss forciert werden. Wir bitten die unterschiedlichen Ministerzusammensetzungen, also die Ratsformationen, aber auch die Kommission, sich hier das anzuschauen, um beim nächsten Treffen des Europäischen Rats uns konkrete Fortschritte vorzuschlagen, beziehungsweise uns zu berichten, wie es dann aussieht in dieser Entwicklung bei diesem oder bei einem anderen Thema. Also sie geben die Führung vor, quasi eine ganz entscheidende Position. Also um diese drei Personen geht es jetzt einmal, aber darüber hinaus geht es natürlich auch um die Zusammensetzung der nächsten Europäischen Kommission. Wer bekommt welche Zuständigkeiten, welche Schwerpunkte werden gesetzt, in welche Richtung entwickelt sich die europäische Integration, und da möchten natürlich ganz, ganz viele, vor allem große Staaten, mitreden und einen Verantwortungsbereich übertragen bekommen, der besonders wichtig ist. Kann man schon abschätzen, was die Schwerpunktthemen der kommenden 5 Jahre sein werden? Die letzten 5 Jahre war ja das große Projekt, das Steckenpferd von Ursula von der Leyen, der europäische Green Deal. Also in Grundzügen sieht man das, glaube ich, schon. Es geht jetzt bei den Sitzungen auch darum, die strategischen Leitlinien und Schwerpunkte zu definieren für die nächste Zeit. Und man weiß natürlich nie, wie sich Krisen entwickeln. Das heißt, Krisenmanagement und die Reaktionsfähigkeit auf neue Krisen ist ganz, ganz entscheidend. Aber wir wissen, wir müssen im Kampf gegen den Klimawandel alles, was an Gesetzen beschlossen wurde, auch umsetzen. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Und dabei ist die Wettbewerbsfähigkeit und die wirtschaftliche Entwicklung ein Bereich, wo sicherlich ein Schwerpunkt gesetzt wird. Wir wissen auch, dass wir in den letzten Jahren seit dem Ausbruch des russischen Kriegs gegen die Ukraine gerade im Bereich der Erweiterung der Europäischen Union viel Fortschritte gemacht haben. Und das wird auch ein Bereich sein, den man prioritär behandeln wird, weil man hier weitere Fortschritte machen möchte. Auch geht es darum, die Europäische Union global zu positionieren zwischen den beiden Blöcken China und den USA, gerade in Handelsfragen zum Beispiel, aber auch was die digitale Entwicklung betrifft und den technologischen Fortschritt betrifft, dass man da nicht ins Hintertreffen gerät. Das sind ganz, ganz entscheidende Punkte, aber ganz entscheidend wird natürlich auch sein, inwieweit schaffe ich das, hier weiterhin solidarisch mit einer Stimme hinter der Ukraine zu stehen und der Ukraine zu helfen, diesen Krieg zu meistern und hier zu überleben letztlich, auch im Hinblick auf die Beziehungen mit Russland. Wie gut funktionieren die Sanktionen? Inwieweit gibt es hier Umgehungsmaßnahmen? Wie kann ich hier nachschärfen? Wie kann ich hier effizienter werden? Ich glaube, das sind so Bereiche, die ganz, ganz entscheidend sein werden und die nächsten 5 Jahre entscheidend beeinflussen und bestimmen werden. Da haben ja die Außenministerinnen und Außenminister der 27 EU-Mitgliedsländer am Montag auch erst ein 14. Sanktionspaket verabschiedet, beziehungsweise weitere Militärhilfen für die Ukraine. Und gestern hat es dann eben den Start für die EU-Beitrittsgespräche für die Ukraine, aber auch für Moldau gegeben. Was kommt denn da jetzt konkret auf diese beiden Länder zu? Also gestern war der Startschuss, der offizielle Startschuss für den Beginn dieses Beitrittsprozesses. Und gestern wurden auf Ministerebene die Leitlinien und die Grundsätze dieser Verhandlungen präsentiert. Es wird wieder rund 35 Verhandlungskapitel geben und die Europäische Kommission bekommt ein Mandat, um zu überprüfen, inwieweit zum Beispiel in der Ukraine und in Moldawien
die nationale Gesetzgebung im Einklang ist mit europäischen Standards und dem europäischen Recht und den europäischen Verträgen. Wie viel Abänderungs- und Anpassungsbedarf gibt es hier bei der Angleichung dieser Standards? Und nach diesem Überprüfungsprozess schlägt die Europäische Kommission den Mitgliedstaaten vor, in dem einen oder anderen Verhandlungskapitel jetzt die Verhandlungen tatsächlich zu beginnen, in der ganz unterschiedliche Bereiche, von der Wissenschaft bis zur Bildung, von der Sicherheit und Verteidigung bis zur Außenpolitik. Die Frage der Rechtsstaatlichkeit steht hier immer im Raum. Das heißt, dann nach dieser Überprüfung können bei den einzelnen Kapiteln die Verhandlungen tatsächlich beginnen. Und das ist aber nicht ein linearer Prozess. Das heißt, nur wenn man Verhandlungen beginnt und hier Fortschritte macht, heißt das nicht, dass jetzt die Überprüfung und das Monitoring dieser Fortschritte aufhört. Weil es kann natürlich auch Rückschritte geben oder es kann keine Fortschritte geben. Das heißt, das Ganze ist ein ergebnisoffener Prozess, der kann dauern, der kann Jahre dauern, der kann Jahrzehnte dauern, der kann nicht wirklich zu einem Ergebnis oder einem Resultat führen, der kann dann, wie wir im Fall von der Türkei gesehen haben, auch gestoppt werden. Also, aber wichtig ist, dass der Prozess jetzt einmal beginnt und jetzt schauen wir mal, wie weit wir hier tatsächlich kommen, wie groß die Bereitschaft ist, europäische Standards und Regeln zu übernehmen. Und da geht es nicht nur darum, auch Gesetze zu ändern, sondern es geht um die nachhaltige Umsetzung dieser Gesetze und die Heranführung dieser Länder an europäische Standards. Das Ziel ist klar, das Ziel ist eine Mitgliedschaft, aber es ist ein langer, steiniger Weg. Das Ziel ist eine Mitgliedschaft, die könnte Jahrzehnte dauern, bis es dann wirklich so ist. Jetzt sagen vielleicht manche Zuseherinnen und Zuseher, jetzt tut sich die EU jetzt schon so schwer, sich zu einigen mit 27 Mitgliedsländern. Mhm. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen spricht gestern aber für einen Vorteil für beide Seiten, sowohl für die Ukraine als auch Moldau bzw. für die Europäische Union. Was bringt es denn der Europäischen Union, wenn diese beiden Länder auch Mitglieder werden? Also ich glaube mal, sicherheitspolitisch ist es ganz entscheidend, dass man diese Länder enger an die Europäische Union bindet, möglicherweise bis hin zu einer Mitgliedschaft. Hier muss man enger kooperieren. Ukraine ist ein sehr großes Land mit einer sehr jungen Bevölkerung. Das heißt, auch das bringt natürlich Vorteile. Wirtschaftlich, die Investitionsmöglichkeiten sind groß, wenn einmal der Konflikt beendet ist. Also wir gehen ja von einem Prozess aus und ein Beitritt kann nicht realistisch sein, solange die Grenzfragen nicht geklärt sind und solange die Ukraine im Krieg ist. Aber geopolitisch, außenpolitisch, sicherheitspolitisch ist es, glaube ich, wichtig, dass man hier gemeinsam vorangeht und hier enger kooperiert. Aber die europäische Integration ist weit mehr als Geopolitik. Da geht es ja auch um eine sozialpolitische und eine wirtschaftspolitische Dimension. Und da gibt es Chancen und Möglichkeiten, aber es gibt natürlich auch Risiken und Herausforderungen und Kosten. Wobei der Wiederaufbau der Ukraine nach dem Krieg ist im ureigensten Interesse Europas. Wir haben schon bei vergangenen Erweiterungen gesehen, dass wir stark von diesen Erweiterungen profitieren. Auf der anderen Seite können natürlich auch finanzielle Belastungen auf uns zukommen. Das ist immer die Frage, welche Lösungen man dann findet, auch um die Handlungsfähigkeit der Europäischen Union zu gewährleisten. Das sind alles Themen, die man angehen muss. Also man muss auch die Europäische Union reformieren und fit für eine weitere Erweiterung machen. Aber das wahrscheinlich zu einem späteren Zeitpunkt, weil dafür braucht man externen Druck und die große Dringlichkeit, um tatsächlich diese großen Fragen, diese internen Reformfragen auch wirklich lösen zu können. Vieles, das da also auf Europa, auf die Europäische Union und auch die zwei neuen möglichen Beitrittskandidaten Ukraine und Moldau zukommen. Ich sage jetzt aber mal vielen Dank an Politikwissenschaftler Paul Schmidt von der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik. Danke für die Einladung. Schönen Tag.